junge Menschen können sich gar nicht mehr anders vorstellen als die freie Fahrt innerhalb der Europäischen Union. Schengen gibt es schon seit 20 Jahren. Heute haben wir plötzlich eine Situation, die es zum letzten Mal Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts gegeben hat, also als Spannungen zwischen Italien und Österreich war. Das hat sich bis vor wenigen Wochen niemand vorstellen können, dass Familien, Freunde, Geschäftspartner in Nord-, Ost- und Südtirol getrennt werden durch eine plötzlich sehr harte Grenze. Wir Freiheitlichen kritisieren das absolute Versagen und Schweigen der Landeshauptleute in Innsbruck und in Bozen zum Thema Europaregion und zur Personenfreizügigkeit innerhalb der Europaregion. Die Südtiroler Volkspartei hat uns seit vielen Jahren eingeredet, die Brennergrenze sei nicht mehr existent, sei nur mehr in den Köpfen von manchen Ewiggestrigen und Europa sei die Zukunft. Ja, wo ist Europa jetzt? Die Europäische Union, die Kommission hat schon vor über einem Monat hat einen EU-Fahrplan vorgestellt zur Wiederherstellung der Reisefreiheit innerhalb der Europäischen Union. Und dort ist als Konzept vorgesehen, dass auf regionaler Ebene die Reisefreiheit hergestellt werden kann, wenn die virologische Situation hinlänglich gleich und vergleichbar ist. Und das ist die Situation innerhalb der Landesteile Nord-, Ost- und Südtirol. Die ist jetzt seit Wochen schon ähnlich. Der Virus ist unter Kontrolle und es besteht keine Unterschiede mehr, die das rechtfertigen würden. Trotzdem wird Tirol, Südtirol, Osttirol gleich behandelt wie Italien, wie Österreich. Wir fordern jetzt nicht von der österreichischen Regierung, dass sie komplett für Italien öffnen, aber wir fordern eine Lösung für die Europaregion Tirol. Die könnte aus unserer Sicht sehr einfach ausschauen. Was Österreich betrifft, würde es ausreichen, dass man die Pflicht zur Quarantäne für jene abschafft, die nach Südtirol fahren und das bei der Rückkehr nachweisen. Und für die Südtiroler Seite gibt es ja schon bei den Studenten eine Ausnahme, die im kurzen unbürokratischen Weg durchgesetzt werden könnte. Da würde es auch ausreichen, wenn man an der Grenze den grünen Ausweis, die Identitätskarte der Südtiroler vorzeigt, als Beweis dafür, dass man aus der Region stammt und eben nicht aus der Lombardei zum Beispiel, wo Corona-Herde noch flackern. Eine solche ganz einfache Lösung hätte längst schon angesprochen werden. Stattdessen gibt es nur Schweigen von Landeshauptmann Kompatscher und von Landeshauptmann Blattner. Das ist beschämend. Wir wollen, dass die Personenfreizügigkeit so schnell wie möglich, am besten in den nächsten Tagen, wiederhergestellt wird. Vielen Dank.